Kennen Sie die vier größten Fehler, die alle Ihre Bemühungen zu Ihrem Prozessmanagement im Unternehmen scheitern lassen? Wie Sie so richtig Geld verbrennen? Damit Ihnen das nicht passiert, habe ich die größten Fehler aufgezeigt und erkläre es Ihnen im Video, wie Sie es dann besser machen. Es gibt vier große Fehler, die typischerweise bei all den Prozessmanagement-Bemühungen in vielen, vielen Unternehmen dafür sorgen, damit es so richtig scheitert, damit alle frustriert sind, damit es zum Schluss heißt, dieses ganze Prozessmanagement, das bringt doch alles nichts, das kostet nur wahnsinnig viel Geld. Und diese vier großen Fehler möchte ich Ihnen in diesem Video einfach der Reihe nach erklären und Ihnen ganz, ganz praktische Tipps geben, wie Sie es besser machen, damit eben Prozessmanagement sich so richtig lohnt, damit Sie Ihr Unternehmen tatsächlich strukturiert und viel besser weiterentwickeln können. Der erste und in meinen Augen wichtigste Fehler ist, es gibt keine Management Attention. Wenn Sie Geschäftsführer sind in einem Unternehmen und es ist eine Initiative am Laufen, dass Prozessmanagement eingeführt werden muss, dann müssen Sie sich persönlich darum kümmern. Sie müssen Prozessmanagement wirklich zur Basis Ihrer Gespräche auch mit den Mitarbeitern machen. Wenn irgendwo etwas hackelig ist oder nicht gut funktioniert, fragen Sie doch nach, welcher Prozess ist davon betroffen? Kann ich mir das an einem Prozessflussdiagramm anschauen? Können wir vor Ort gehen und können uns entsprechend angucken, ob der Prozess auch eingehalten worden ist oder ob dieser Prozess wirklich nur auf dem Papier steht? Also als Geschäftsführer oder als Führungskraft im Unternehmen müssen Sie Prozessmanagement und die Frage nach den Prozessen zu Ihrer täglichen Routine machen und zeigen Sie Ihren Mitarbeitern, Sie haben Interesse daran, dass es mit Prozessmanagement wirklich weitergeht. Nur wenn es von ganz oben, top-down nach unten, wirklich gut diese Attention da ist, diese Aufmerksamkeit für das Thema, dann kommen Sie auch so richtig weiter im Ausbau mit Ihrem Prozessmanagement. Zum Thema Top-Down oder Bottom-Up, wie fange ich am besten an, haben wir sogar ein eigenes Video erstellt. Das können Sie sich entsprechend mal anschauen, wenn Sie sich mit dem Thema vertieft auseinandersetzen möchten. Zweiter Punkt, was ist der nächste große Fehler? Sie modellieren sich zu Tode. Es gibt Unternehmen, habe ich gesehen, die machen Prozesslandkarten, die haben tausende von Prozessen feinst säuberlich und akribisch dokumentiert. Das geht bis runter, wann nehme ich welchen Stift für welche Tätigkeit. Das ist natürlich viel zu viel des Guten. Es gibt Menschen, die haben große Freude am Modellieren, aber die muss man auch manchmal bremsen. Wenn man beginnt, sein Prozessmanagement aufzubauen, starten Sie mit Ihrer Prozesslandkarte und fügen Sie da bereits die allerersten großen Bausteine ein. Und das heißt eben nicht nur ein Modell zu erstellen, sondern dieses Modell auch entsprechend mit Daten zu hinterlegen, um zu schauen, in welchen Bereichen muss ich wirklich tiefer graben, weil es in diesem Prozess vielleicht Schwierigkeiten gibt und in welchem Prozess ist eigentlich soweit alles ganz okay. Das kann man erstmal ein bisschen laufen lassen. Also, modellieren Sie sich nicht zu Tode, sondern überlegen Sie sich nur, dort zu modellieren, wo es notwendig ist. Ansonsten verbrennen Sie nur wertvolle Mitarbeiterkapazitäten und ganz, ganz viel Zeit, indem einfach nur ein Modell nach dem nächsten kommt, was dann sowieso nicht zur Anwendung kommt. Dritter großer Punkt. Keine Messung und damit keine Daten zu Prozessen. Wenn Sie nicht anfangen, Ihre Prozesse zu messen, den Input zu messen und den Output zu messen, und auch die Prozessdurchlaufzeit sich anzugucken, dann wird das alles nur ein Papiertiger bleiben. Dann haben Sie zwar ein wunderschönes Prozessmodell, vielleicht erstellt für irgendeine ISO-Zertifizierung, aber Sie wandern in die Schublade, weil sich keiner mehr darum kümmert. Also fangen Sie an, die ersten wichtigen Kennzahlen zu erheben. Und diese Kennzahlen sind, wie oft kommt das vor? Zum Beispiel, wenn Sie einen Prozess haben, Rechnungen schreiben. Sie schreiben Rechnungen an Ihre Kunden. Wie oft pro Jahr kommt das vor? Es ist ein ganz gewaltiger Unterschied, ob Sie als Freelancer vielleicht 20, 50 oder 100 Abrechnungen im Jahr erstellen oder ob Sie ein DAX-Konzern sind, der Millionen von Rechnungen in jedem Monat erstellt. Die einen müssen sich über hochautomatisierte Prozesse überlegen, Lettershops, wie bekomme ich die Rechnungen zu den Kunden oder vielleicht sogar jetzt digital eben über Kundenportale und Ähnliches. Bei dem Freelancer sieht es einfach anders aus. Wenn Sie nur 20 Rechnungen im Jahr schreiben müssen, dann hat es da keinen Sinn, wenn Sie ganz viel in Automatisierungstechnik reinstecken. Also, Sie brauchen auf jeden Fall Daten für Ihre Prozesse. Wenn Sie nicht wissen, wie viele Angebote pro Jahr Sie versenden und wie viele Aufträge daraus werden, zum Beispiel einem Malerbetrieb oder bei einer Glaserei oder vielleicht auch in einem Zimmermannsbetrieb, dann wird es schwer zu werden, zu überblicken, ob mein Prozess zur Akquise von Projekten, die nämlich aus versendeten Angeboten unterschriebene Verträge macht, ob der gut läuft. Ohne Messung und ohne Daten haben Sie Ihre Prozesse nie im Griff. Ganz wichtiger Punkt, immer dranbleiben, abonnieren Sie unseren Kanal
Wir produzieren regelmäßig die besten Erfahrungsvideos aus dem Bereich Prozessmanagement, Controlling und Strategie, Unternehmensführung, damit Sie einfach drinbleiben. Vierter Punkt. Ganz wichtig, wer bekommt was ab von dem großen Kuchen? Also, wenn Sie mit Prozessmanagement Ihre Prozesse verbessern und dadurch Ressourcen heben, zum Beispiel Dinge gehen einfacher, schneller, es wird Zeit eingespart, es wird Geld eingespart und ähnliches, wer bekommt denn was von dem Kuchen? Und da gibt es eigentlich eine sehr schöne Regel, die Drittelregel. Also, wenn Sie Ressourcen gehoben haben, wenn Sie Prozesse verbessert haben, wenn Sie mehr Gewinn machen, geht ein Drittel an den Kunden im Sinne von, Ihr Produkt kann günstiger werden. Sie können zu einem niedrigen Preis am Markt anbieten. Ein Drittel geht es an unser Unternehmen im Sinne einer Renditesteigerung. Sie haben einfach eine größere Marge und dieses eine Drittel vergrößert Ihre Marge und Sie können es dort behalten. Und das letzte Drittel geht bitteschön in den Bereich, wo diese Verbesserung auch wirklich umgesetzt worden ist. Zur weiteren Mitarbeiterfortbildung, zur Teambildungsmaßnahmen, gehen Sie gemeinsam zum Abendessen, zum Mittagessen oder wie auch immer. Auf jeden Fall ein Drittel von dessen, was gehoben wird, bleibt bitteschön bei den Leuten, die sich so angestrengt haben, die extra Meile gegangen sind, damit wirklich diese Verbesserung umgesetzt werden kann. Und jetzt gebe ich Ihnen noch einen Bonustipp. Was ist der größte Fehler, den Sie noch beim Prozessmanagement machen können? Bonustipp, die vergiftete Unternehmenskultur. Wenn Sie Prozessmanagement deswegen einführen wollen, damit Sie Ihre Mitarbeiter im Klein-Klein kontrollieren können, was da passiert, klassisches Mikromanagement. Wenn Sie entsprechende Verbesserungen zum Anlass nehmen, zu fragen, warum haben Sie das denn schon immer so gemacht? Oder warum fällt das erst jetzt auf? Wenn das eine Unternehmenskultur ist, dann wird Prozessmanagement einfach gnadenlos scheitern und Sie werden mit Ihrem Unternehmen genauso Schiffbruch erleiden, weil die Mitarbeiter nicht verstehen, warum sie sich mehr anstrengen sollten, warum sie die Extrameile gehen sollten, wenn es doch im Nachgang sowieso alles nur wieder schlecht ist. Also, eine positive Unternehmenskultur, wertschätzend, wirklich feiern, wenn Mitarbeiter Prozesse verbessert haben, gemeinsam den Erfolg feiern, gemeinsam was draus machen, das ist der richtige Weg. Zu sagen, nicht, hey, warum haben wir das denn schon immer so gemacht, sondern was könnte man denn als nächstes tun? Was haben wir heute noch nicht entdeckt, was morgen vielleicht schon die nächste Realität sein kann, die nächste Wirklichkeit? Also, Prozessmanagement und Prozessverbesserungen brauchen eine positive Unternehmenskultur, sonst wird das scheitern. In diesem Sinne abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie auch weiterhin immer auf dem Laufenden bleiben und wir sehen uns im nächsten Video.